Okay, er ist weg. Vollkommen weg. Ist das ein O? Das ist, glaube ich, ein O. O, E. Oder was ist das? Ö, D, I, E, D. Oder was ist das für ein... Das ist ein H. Das ist ein... Oder kann mal einer von euch mal eben das in... Der sich mit der Inkognito-Schriftart auskennt, mal einschreiben, was das hier für ein Wort ist. Ich lasse es mal durchzappen, weil ich kenne ihn nämlich nicht auswendig. Das ist ein D, das weiß ich. E, D, I, I, D, I, D, E, I, D, D. Ich kann bloß den ersten Buchstaben nicht deuten. Was ist das für ein Buchstabe? Ich kann den Buchstaben nicht deuten, ich kenne ihn auswendig. Und ich weiß nicht, wo die Musikkarte ist, aus welchem Teil des Spiels. Dann zeig mal. Also die anderen Buchstaben kann ich einigermaßen, das weiß ich nicht. E, D, I, E, D. So, das war's. Das sind ja nur 6. Also es muss ein... Das ist ein U. Ah, U. Also, you died. O? Nee, ein U. Also, you died. You died. Du bist gestorben. Okay. Oh. Schon mal, wo wir gerade gelandet sind. Wenn ich das Z. Aber wir haben keine Arme mehr. Okay. If you mean. Warum haben wir auf unserem Sprite eigentlich noch Arme? Keine Ahnung. Und ich würde gerne hier weg. Nach unten. In die Erde oder wie? Dann sind wir auf einmal weiß. Ich hoffe, das soll darstellen, dass die aus dem Geist geworden sind oder so ähnlich. Und das Spiel keine Musik mehr. Ich mag es nicht, wenn Musik, wenn die Spiel keine Musik spielen. Das ist richtig mies. Das ist. Hört man das nämlich um meinen Ventilator, glaube ich. Ich hatte nicht mal einen Ventilator stehen. Na gut, braucht man Arme im Naja. Kurz was trinken. Also das Ganze, die Bedeutung von dem Ganzen hat natürlich auch, ich muss sagen, die hat schon ein bisschen Wahrheit an sich, die Bedeutung von der ganzen Creepypasta hier. Was eigentlich die Bedeutung dahinter ist, kann ich mit euch reden? Z, ich kann nicht mit euch reden, oder wie? Nee, okay, ich muss kurz was trinken. Ah. Oh, guck mal, das Red. Oh. Leerzeichen wants to battle. Send out Pikachu. Das ist nicht gerade gut. Ach stimmt, ich habe gar nicht geguckt, was wir jetzt haben alles. Wir haben einen Celebi und ich habe gar nicht die Cognito geguckt. Na gut. Ich kann nur Parish Song machen. Das sind, glaube ich, einfach nur Pictures, die gerade ablaufen. Mehr ist das hier nicht. Das ist kein Kampfsystem. Pikachu ist Level 255. Oh Mann. Irgendwie Pikachu ist die Fanswelt ab. Celebius Parish Song. Parish Song ist, glaube ich, abgesungen, oder? Wenn ich weiß, falsch. Pikachu guckt aber traurig. Ich nenne Pikachu's Parish Count is 3. Celebius Parish Count is 3. Emmy Pikachu ist Flail. Flail ist auch mal welche Attacke, keine Ahnung. Er hat schon wieder. Warum ist das die ganze Zeit ein? Ich habe ja keine andere Attacke. Ich kann nichts anderes machen. Frustration, also. Wow, macht das Schaden. Das ist, glaube ich. Wenn man keine Dinge Pain Split. Woher macht das auf einmal her? Wenn wir keine AP mehr haben. The Battler Shared Pain. Emily Pikachu is Mean Look. Selby can escape now. Ich wollte eigentlich gar nicht fliehen, aber nun gut. Vielleicht kommt Zero. Selby has died. Emily Pikachu is Destiny Bound. Pikachu has died. Dort und er hat auf einmal keinen Kopf mehr. Okay, und es schweben wir, glaube ich, nur noch rum. Okay, gucken wir uns mal unseren Status an. Wir sind immer nur ein Kopf. Es ist nur noch ein Kopf, der Blut weint, glaube ich, soll das darstellen. Pokémon, haben wir noch Pokémon? Ja, wir haben noch Unknowns, also Cognito. N. No. Nee, das war ein
irgendwie übersetzt was mal bitte. Also, warte mal. Ich muss einen Namen merken, wie ich dich nennen soll. Impf. Kreuzmann für ein Inventory, fertig aus, so merke ich mir das jetzt. Frustration wird stärker, je größer der Hass, so du ein Trainer ist. Ah, wozu ein Körper, wenn man rich ist. Kannst du das ja auch mal übersetzen? Impf. Ich habe nämlich keine Ahnung, was das heißt. Es ist ein N, glaube ich. So. Bop. 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 So. Nochmal. No. No more ist das, glaube ich, als Text der Eckmuck-Mythos. No more, nicht mehr. Okay, gut. Frustration wird stärker, je größer der Hass zum Trainer. Also wenn man das so interpretiert, hasst Pikachu Red also sehr. Soll man das jetzt interpretieren, oder wie? Weil, aus dem Grunde, weil die ja immer weiter gekämpft haben, weil, ja, also, das hat natürlich das mit der Interpretation zu tun hier. Man muss schon ein bisschen die Sachen interpretieren können. Ja. Disco. Cool. Kann ich irgendwas untersuchen? Nee. Okay. Na dann, kann ich hier raus? Ja, wow, aber ich klitsche durch die Wand. Ich glaube, das ist Absicht. Ich bin auf einmal weiß. Achso, da war eine Wand. War da eine Wand? Keine Ahnung. Ach, jetzt, okay. Ich glaube, das sind wir selber, wenn man es täuscht. Kann ich reinreden? Hallo? Jetzt. Oder? Hallo? Und dann 8Z. Goodbye forever. Punkt. Use Nightmare. Albtraum. Mhm. Ich finde super, dass du Creepypasta spielst. Das ist super. Das spielst du Spaß. Ich hoffe, du machst es oft. Liebe Idee, die Christen follow. Danke. Oh, wir sind gar nicht mehr da, glaube ich. Start. Der Feueralert wird verdeckt. Danke für den Follow. Ich muss das gerade mal ein bisschen hier umsortieren gerade. Danke. So. Normalerweise mache ich das eigentlich nicht so häufig. Ich spiele normalerweise eigentlich Marvel 2 und Epic Game Maker spiele momentan. Und ja. Es gibt eigentlich sehr viele Creepypasta-Spiele. Ich habe mal, du siehst da unten unter dem Dings von unter in der Kanalbeschreibung der Link zu meinem YouTube-Kanal, glaube ich, muss eigentlich drin sein. Und da habe ich Creepypasta vorgelesen. Also ich habe es auch so vorgelesen, dass das ich habe mich da ab und zu mal ein bisschen vorgelesen, aber so wenn ich mich verlesen habe, habe ich es in den meisten Fällen halt nochmal neu gemacht und habe mal Teilaufnahmen gemacht. Also es ist eher eine ernsthaftere Let's Read Dinger gewesen. Dann habe ich noch Fanfics vorgelesen und da habe ich Kommentare zu den Fanfics abgegeben. Also habe die halt kommentiert, wie scheiße die teilweise sind. Ja, ich habe da Fanfics von 2001 rausgekramt und habe die vorgelesen von Final Fantasy. Und ja. So, ich würde mal sagen, wir machen das noch schnell hier zu Ende und dann gucken wir mal, was mit danach spielen. Weil wir haben es ja gerade mal 23 Uhr, Leute. Ich hab noch 2 Stunden Stream. Von daher. Pokémon. Was haben wir denn für eine Inkognitos jetzt? Wenn ich ich glaube, I'm dead. So, das heißt, ich bin tot. Genau, ich bin tot. Was sagt unser Status? Nix. Okay. Puh, ich dachte, du gehst auf. Nee, um Gottes Willen, noch nicht. Wir haben es gerade 22 Uhr. 22 Uhr. Ich streame meistens bis um. Rest in peace. I'm dead. I'm dead. Aber es ist am Wochenende, da kann man ein bisschen länger machen. Ich streame sowieso meistens. Also, mein Streamplan sieht vor. Okay, ich glaube, das geht das Spiel nicht mehr weiter. Oh, guck mal hier. Riesenmauszeiger des Todes. Ah. Ja. Ja, wozu können wir noch ein Lutsch ist?
Das war auch ein Running Gag, glaube ich. Bald. Okay, damit hätten wir das ist auch direkt. Was spielen wir denn jetzt? Oh mein Gott. Also, ich habe zur Auswahl. Faces of Death ist ein Horror-Gimmicker-Spiel, aber Trash. Chrono Trigger 2 ist genauso Trash-Spiel. Und Morphopolis ist ein Mix aus Adventure und Mimble-Bild-Spiel. Und ansonsten hätte ich noch halt, könnt ihr sagen, was ich spielen soll. Ich spiele fast alles. Entre durch. ja, also, ja. Wenn ich mal, kurz mal in Skype gucken, ist eigentlich, sagen wir mal, Chestra ist immer noch nicht online. Was soll denn der Scheiß? Warum ist er nicht online? Warum ist er offline gegangen? Oder was zu sagen? Hätte mir mal was sagen können. Das Ding ist lustig. Ach, schau mal an. Schaut mal einer an, Leute. Das kann ich mal kurz eben zeigen. Window Capture. Ja. Wow. Cool. Wie groß. Boah, wie groß. Alter. Geht's noch? Hier. Ja, nee, machen wir es anders. Ich entferne die Window Capture. Was habe ich das entfernt? Ich habe den Folder Alert. Oh, ich habe den Folder Alert entfernt. Das ist ja intelligent halt mal wieder. Folder Alert. So. Maker. So, dann machen wir es einfach so. Spiel fangen die Maus. Warum fangen die Maus? Was hat denn, hä? Was? Fangen die Maus? Hä? Was? So. Man kann sogar die ganzen Sprites angucken. Das ist natürlich ungünstig gelöst eigentlich. Würde mich erstmal interessieren, wie die alle aussehen. So, ist natürlich jetzt ein bisschen klein eventuell und ich möchte den Chat natürlich noch. So. Okay, da sieht man einigermaßen noch, glaube ich. Dann kann ich das noch ein bisschen ranzoomen? Ja. Das sind also einzelne. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Das wird mal geschlossen. Das habe ich in OBS geschlossen und den Chat geschlossen. Das Dashboard mal eben. Also. Ja. Sieht man es. Muss in OBS. Ah ne, das da. Und die sieht man alles. Okay. Das sind also einzelne Bilder gewesen, der Kampfdingens hier. So. Okay. So wird es also angezeigt im Dingens im. Das habe ich auch noch nicht gesehen, denn, oder? Nee. Ach nee, der ist nur vergrößert. Ah. Okay. Okay. Interessant. Ich finde sowas immer irgendwie interessant. Den zwar kenne ich gar nicht. Der ist irgendwie wahrscheinlich ein Beta-Sprite oder sowas. Na gut, ich lösche das jetzt eben mal. Und der Kasch kommt mal eben kurz weg. Was soll man denn? Also ich mache es ja so in den Streams inzwischen. Ich bestimme nicht mehr selber. Das war jetzt eine Ausnahme jetzt mit den Creepypastas. Das habe ich halt selber mal bestimmt. Aber ansonsten habe ich das, lasse ich euch das bestimmen jetzt inzwischen, weil ja. Ich mache halt nur noch mal für 2 als Hauptprojekt und die anderen Spiele, die wir halt jetzt bald spielen, die stimmt ihr halt. Was ist mit mir? Was ist mit dir? Spiel, was alle anderen wollen. Ja, du kannst dich auch mitbestimmen. Jeder, der hier im Stream ist, im Chat ist im Moment, der kann mitbestimmen. Die anderen, die halt nicht da sind, haben ja Pech gehabt. Ist einfach so. Ansonsten bestimmt ich halt das wirklich selber. Ich habe hier noch Ghost of Ashes rumliegen, aber das ich lasse es erstmal liegen, glaube ich. Und die anderen sagen ja nichts, das ist das Problem. Die sind immer stumm, die trauen sich nie. Die sind immer alle so schüchtern, die anderen. Ich wüsste auch nicht, was ich gerade unbedingt spielen wollte. Ehrlich gesagt. Was gibt es denn zur Auswahl? Also an sich, wenn es ein neues Spiel sein soll, ich würde aber echt ungern ein neues Spiel jetzt anfangen, halt was du willst, aber ansonsten Faces of Death wäre nicht auch eine Idee. Oder Chrono Trigger 2 sind beides Trash und Beginnmaker Spiele. Und
Morphopolis. Das ist ein Mix, wie gesagt, aus Adventure und Wimmelbildspiel. Habe ich mir damals für